Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Ja, das ist ein kleiner Zwischenupload, also kein riesengroßer, spezieller Vlog. Aber ich habe noch ein bisschen Vlogmaterial übrig gehabt, was ich damals noch nicht posten kann. Und zwar von meinen Praktikumstagen in Berlin. Denn da habe ich das The Voice Kids Studio besucht, was mega cool war. Und habe da so ein ganz kleines bisschen gefilmt. Wie gesagt, konnte das da aber noch nicht veröffentlichen. Und deswegen wollte ich das jetzt einfach mal kurz machen. Vielleicht interessiert es ja einige von euch. Vor allem auch, weil ich sehr oft auf Twitter angeschrieben wurde, weil Jonas, also vielleicht kennen den einige noch als UFOneTV, der hat ein Video gepostet und da war ich eben drin. Mega cool, Grüße gehen übrigens raus an dich. Ja, da war ich drin und deswegen will ich euch jetzt mal meine kleinen Eindrücke davon zeigen. Kurz davor noch, ich habe so eine kleine LED-Lampe. Die habe ich sogar schon etwas länger, aber ich benutze die irgendwie nie. Ich weiß nicht warum. Aber ich kann euch mal kurz den Unterschied zeigen, wie das ist ohne. Also so ist das Licht ohne und so ist es mit. Mir gefällt es eigentlich besser mit der Lampe. Es ist einfach ein bisschen heller. Ich sehe da vielleicht ein bisschen bleich aus, aber das Ganze ist dann einfach ein bisschen besser ausgeleuchtet. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es besser findet, mit oder ohne. Und jetzt geht's los mit den Aufnahmen. Viel Spaß. Das ist schon sauber. So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenvlog an einem Tag, der normalerweise, wo normalerweise kein Vlog kommt. Wir fahren hier gerade in einem Auto zu einem Studio, wo The Voice gedreht wird. Ja, wir treffen da Jonas von UFOneTV und ich weiß noch nicht genau, wie viel ich da filmen kann, aber dachte, ich kann euch da mal ein bisschen mitnehmen. Genau, hier fängt es nämlich direkt schon an, und zwar das Auto, wo wir da drin sitzen. Das war so ein Shuttle, das war mega geil, keine Ahnung, also ich habe das noch nie gemacht. Aber so eine von Studio 71, wo ich ja mein Praktikum gemacht habe, die hat da einfach einen Shuttle gerufen und damit sind wir dann zu den Studios gefahren. Es war mega geil, mega entspannt, viel geiler als Taxi oder so. Aber auch ein, ich sag jetzt mal, Luxusding, was jetzt echt nicht normal für mich ist, aber war auf jeden Fall ziemlich geil. Und das Auto, was ich da gefilmt habe, das war richtig lustig, weil die haben da eine Werbung für The Voice und Seat gedreht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie genau das war, aber irgendwie haben die da eine Werbung gedreht. Das war voll der Zufall. Der Fahrer hat da irgendwie so gesagt, so, hey, gehören die irgendwie zu uns? Und dann haben wir so vorgeguckt und dachte erstmal so, nee, nee. Und dann haben wir gesehen, dass es irgendwie so ein Auto von The Voice war und dann waren es tatsächlich Leute, die wir kannten. Puh, was ein turbulenter Morgen. Ich habe noch fast gar nichts gefilmt, aber, also ich habe heute Morgen im Büro mein Video fertig geschnitten. Und wir sind bei den Voice of Germany Studios, weil wir uns das so ein bisschen angucken. Und ich wurde da eingeladen und darf jetzt ein bisschen mitgehen. Nein! Und schaut mal, wer hier auch ist. Oh, jetzt bin ich schon ins Bild gekommen. Warte, jetzt. Hallo. Mega. Jetzt hast du deine Fans schon. Ja, da ist der Jonas. Was geht? Irgendwie sehe ich voll hässlich auch aus in der Kamera, oder? Ja, schon relativ. Shit, Alter, guck mal, mein Kopf ist richtig klein im Vergleich zu meinem Körper. Ja, das ist... Okay, passt. Perspektive. Ich laufe eigentlich nur rum und bringe den Leuten ihr Wasser. Das mache ich so den ganzen Tag eigentlich. So ein bisschen Diener, oder? Brauchst du Wasser? Nee, ich kann dir ein paar Getränke anbieten. Genau, dann haben wir Jonas getroffen, also UFOneTV. Denn der ist, wie manche vielleicht von euch wissen, bei The Voice Kids Online-Moderator. Und den haben wir da zufällig getroffen, der ist uns da über den Weg gelaufen. Super netter Typ und der kannte mich sogar. Also das war halt so einer der ersten YouTuber, den ich so kannte. Vor allem, der war für mich immer noch so in meinem Alter, weil der sieht halt relativ jung aus. Das hat er mir auch gesagt, er kennt diese Probleme, wo Leute mir immer sagen, ich sehe aus wie 12, weil ich halt jünger aussehe, als ich wirklich bin. Und das war bei ihm eben genauso. Und ich dachte immer, der wäre irgendwie so 14 oder so, als er eigentlich schon 16 war. Aber das war richtig cool, weil man halt einfach da so gesehen hat, yo, der Typ ist 14, also der war halt wirklich 16, aber hat irgendwie schon so mega Erfolg und so. Das war ein richtiger Antrieb. Und ja, das war richtig cool, dass wir den da getroffen haben. Das Krasse war sogar, Jonas hat da Mark Forster interviewt. Das heißt, den haben wir auch noch kurz gesehen. Ich habe mich zwar nicht mit dem unterhalten oder so, aber das war irgendwie mega lustig, als da plötzlich Mark Forster in den Raum kam. Das war super überraschend und irgendwie ziemlich cool. So Leute, was geht? Ich sitze hier gerade mit Marc und habe die coole Gelegenheit, gerade mal ihn eine Sekunde in meinen Clip einzubauen. Ja, kannst du mir dieses YouTuber-Sprech mal beibringen? Herzlich willkommen hier auf YouTube. Hier ist Marc Forster und... Und dann sind wir wirklich in die Studios gegangen, also da, wo das gedreht wird. Und wir durften uns auf die Stühle setzen und durften da auf die Knöpfe drücken. Und es war mega das
coole Gefühl, weil man kennt halt dieses Set aus dem Fernsehen und dann sitzt man selber auf so einem Stuhl, hinten stand auch Nena drauf, also Jonas saß auf dem Stuhl, wo Nena drauf sitzt und ich saß auf dem Stuhl von ihrer Tochter, so war das, glaube ich. Ja, haben da ein bisschen rumgespielt, haben irgendwie auf Knöpfe gedrückt und Jonas hat da so auf den Knopf drauf gedrückt und ich dachte halt, man darf das nicht machen, ich bin halt bei allem eigentlich immer so sehr zurückhaltend und ultra vorsichtig. Und er drückte einfach mal so drauf und ich so, oh shit, jetzt kriegen wir irgendwie Anschiss oder so, aber war alles cool. Da-da-da. Mit Oscar, was eine Überraschung. Steht auch hinten auf dem Stuhl drauf. Jonas und Oscar, steht ihr drauf? Wir machen dieses Jahr mit. So. Oh Scheiße. Fuck, wir müssen sie wieder auskriegen. Ja, wir haben da sogar noch ein paar Fotos gemacht, wie ihr jetzt und jetzt und jetzt sehen könnt. Haben da ein paar Fotos gemacht und hatten viel Spaß, aber mehr habe ich nicht gefilmt, denn man muss da ein bisschen vorsichtig sein, Fernsehstudios und so. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich bin ein zurückhaltender Mensch und wollte dann da nicht irgendwie irgendwelche Personen filmen, die nicht gefilmt werden wollen und so weiter und so fort. Aber es war auf jeden Fall mega cool da und ich bin echt froh, da mal gewesen zu sein. Es war echt irgendwie ein mega cooles Erlebnis. Das war tatsächlich das ganze Material, was ich hier noch habe. Wie gesagt, ich habe nicht so viel gefilmt. Aber, keine Ahnung, vielleicht mögt ihr sowas ja, vielleicht wollt ihr sowas ja öfter sehen, solche Throwbacks sozusagen. Wenn ich noch irgendwo Vlogmaterial übrig habe, was ich vielleicht nie veröffentlicht habe, dann kann ich das ja einfach mal irgendwann später veröffentlichen. Ja, wollte ich jetzt aber mal machen, denn ich wollte den eigentlich schon damals posten, aber konnte es dann eben nicht, weil vor allem auch The Voice noch nicht draußen war. Ich verlinke euch auch mal Jonas unten in der Beschreibung, aber ich denke, den solltet ihr kennen, wenn ihr mich kennt, weil der ist ungefähr ja, so fünfmal so groß wie ich oder so. Ja, also ich bedanke mich bei euch, dass ihr bei diesem kleinen Retro-Throwback-Video Zwischen-Vlog zugeguckt habt. Ich würde mich natürlich sehr über Bewertungen, Kommentare, Abo und so weiter freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, ciao!